Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum Expansion DLC, Premium Expansion, ne? Platinum Expansion. Das ist das Premium Expansion, ja. Premium Expansion DLC Vorstellung. Und wir haben in der letzten Folge noch zwei Seemaschinen vergessen, weil es sind Standard-Seemaschinen, die haben wir jetzt nicht so als tolle gefunden, sag ich mal, aber die sind halt auch mit dabei. Und zwar ist das hier einmal der Farmed Falcon 6 Pro Pferd Plus. Der hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, ist eine Direktsaat und kann Dünger und Saatgut laden, meine lieben Freunde. Genau, ich zeige euch einmal, wie die ausklappt. Zack. Dann mit V ganz normal runter, ne? Zack. Und wieder hoch. Die zeige ich euch jetzt nicht auf dem Feld, weil es ist einfach nur eine Standard-Seemaschine, ne? Genau, 6 Meter Arbeitsbreite. Genau. So, dann haben wir noch die andere, die kleine süße rote hier. Die Unia. Die Unia. Die Unia Phoenix 3000/4. Das ist einmal die hier. Die hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter. Richtig. Genau. Von 3 Meter. Kann nur Saatgut laden und ist auch eine Direktsaat. Genau. Ist auch eine Direktsaat. Eins mal sagen muss, die Unia benötigt nur 140 PS Leistung und die Falcon 6 Pro braucht halt schon zum Minimum 220 PS. Ja. Wie ihr seht, wenn man hier die Seemaschine ausklappt, da fahren hier an den Seiten nur die zwei Dinger hier aus. Das ist alles. Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich mal zum Highlight des Ganzen hier. Zum Highlight? Ja, die nächsten. Genau. In der nächsten Folge geht es eigentlich ums die ganz neue Attraktion. Genau. Die drei neuen Feldfrüchte. Besonderheiten des DLCs, genau. Wir sind jetzt hier mal zu Feld 76 gesprungen. Hier haben wir ein Class Axion 960 stehen mit, das sind zwei Geräte, ne? Ja, das waren zwei Geräte. Genau. Und zwar einmal die Grimme GF 400 und die Keverland Miniawan Nova Star. Das ist eine Fräse mit Saatgut-Kombi, ne? Das ist quasi eine Einzelkorn-Sämaschine, weil für Karotten, rote Rüben und Pastinaken braucht man Einzelkorn. Wo kommt denn das da? Das ist halt so eine Kombo. Hier vorne ist quasi eine Dammfräse, weil die werden ja in, wie Spargel in so Dämme quasi eingepflanzt, die Karotten. Die kommen nicht direkt in den Boden und wachsen aus dem Boden, sondern nehmen so einen kleinen Damm. Das seht ihr gleich, wenn die Fräse mit losfährt und das Ganze mal ansät. Dann seht ihr, was damit gemeint ist. Genau. Und hier haben wir quasi eine Kombo. Man hat nur einen Arbeitsschritt. Ist eigentlich nur 3 Meter Arbeitsbreite. Das ist. Wenn du hier zurückfährst, genau. So. Jetzt müssen wir die natürlich anschalten. Hoppala. Hast du beide an? Fahr mal ein bisschen vor, Sandra. Langsam. Vielleicht komme ich schon mal hin. Ja. Und damit schneiden wir jetzt diese Dämme und legen gleichzeitig die rote Beete in die Erde. War jetzt mal ein Stück, damit ihr das so seht. Ihr kennt das, das ist dasselbe wie bei Kartoffeln hier. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Graben, Gräben? Ich würde schon irgendwie sowas. Okay. Ja, irgendwie sowas. Und ja, wie ihr gerade seht, ziehen wir dann damit diese Bahn und setzen hier auch gleichzeitig die rote Beete mit rein. Das müssten Dämme sein, weil laut Blockbeschreibung ist es eine Dampffräse. Eine Dampffräse, ja. Dann sind das Dämme, nehmen wir es einfach mal. Ja. Könnt ihr beides mitmachen, aber wie gesagt, kleine Arbeitsbreite, 3 Meter nur. Aber zwei Arbeitsschritte in einem. Ich glaube, geschwindigkeitsmäßig geht es eigentlich mit der Ansage. Ne? 10 km/h, ja, das passt eigentlich. Für gemütliche Stunden, wenn man nichts mehr vorhat abends, schön Mucke dabei an, kann man auf das, über das Feld pesen damit. Genau. Und am anderen Feld haben wir quasi das Ganze in der Nummer größer, aber das geht halt nicht als Kombo, sondern es sind halt zwei Arbeitsringe. Genau. Über zwei Traktoren. Deswegen gehen wir mal hier zu das Feld 77. Hier haben wir einen Case Magnum 400 zusammen mit der Grimme GF 800. Das ist jetzt nur die Dampffräse, sage ich jetzt mal. Ja, richtig. Ich nenne es jetzt einfach mal Dampffräse. Ist Dampffräse, steht im Mund. Ja. So, dann fahren wir damit zum Hof. Das ist dann natürlich breiter. Was für eine Arbeitsbreite habe ich jetzt vergessen? 6 Meter. Aber hier sind wir bei 6 Meter. Genau, bei 6 Meter. Machen wir mal oben.
Und dann habt ihr es gesehen, so klappt es zu. Dann mit V fahren wir runter. Ja. Und dann sollten wir das Ding auch mal anschalten. Also immer anschalten, die Geräte, meine lieben Freunde. Falls ihr mit manuelles Ankuppeln spielt, denkt dran, die Schläuche dran zu machen. So, und ja, jetzt, wie ihr gerade seht, fahren wir damit übers Feld und ziehen die ersten Dämme, damit der Nächste, der mit dem ihr vielleicht zusammenspielt oder vielleicht später alleine, wie auch immer, dann die, hier sehen wir Karotten drauf an, ne? Ja, also die Sämmer sind natürlich variabel. Du kannst mit denen natürlich alles ansehen. Karotten, ja. Also, es ist nicht nur, dass nur dass so pro ja, Fruchtsorte eine brauchst, sondern du kannst die natürlich mit dem normalen Saft bestücken. Genau. Und dann halt auswählen. Aber die können halt wirklich nur Karotten, Pastinaken und rote Beete, jetzt nicht ja. Zuckerrüben oder so, weil es auch Einzelkorn ist oder Mais, geht nicht. Genau. Also das hier, viel neuen Feldfrüchte. Hier haben wir den JCB 8330, mein Gott, zusammen mit der Cavalent Miniao Nova Club Bar, steht da nur drauf. So. Und ja, dann könnt ihr hier hingehen. Mit Z könnt ihr es auswählen. Das hätte ich vielleicht da hinten auch mal zeigen können. Da geht das auch. Aber wie Christian gerade schon sagte, es geht nur für die neuen Früchten. Also Karotten, Pastinaken und rote Beete. Hier haben wir uns entschieden für Karotten. Dann einfach an das Feld, wenn ihr hier die Bahn gezogen habt. Dann drückt ihr B, um die Maschine anzuschalten. Und dann fahrt ihr... Leck. Achso, leck war's. Dann fahrt ihr los. Ihr seht es dann, die Textur wird hier ein bisschen anders. Wenn ihr anseht, da, ne, dunkel, hier hell. Und ja, damit ihr sehen könnt, wo ihr wart, wo ihr nicht wart. Und dann zieht ihr da drüber. Und dann werden hier die Karotten in die Erde gesteckt. Und dann könnt ihr, ja, ganz normal drüber pesen. Dann haben wir ab den Karotten in der Erde. Ist doch klasse. Also das mit den Karotten finde ich echt schön. Und auch die Pastinaken und rote Beete ist mal was Neues. Finde ich schön. Genau. Ja, da seht ihr, da fährt Christian und zieht die Dämme. Und ich fahre hier vorbei und sehe an. Du kannst mal versuchen, ob du ansehen kannst, auch ohne Damm, ob das funktioniert. Ich ja, glaube, das, eigentlich müsste er meckern und sagen, geht. Das können wir ja mal probieren. Es gibt auch ein sehr schönes Bild, wenn man hier zu zweit auf so einem Feld ist. Der eine zieht die Dämme. Der andere seht an, fand ich jetzt gerade schon schön. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir nicht die Dämme haben. Was passiert? Ja, die Bodentextur wird anders. Und hab Karotten drauf. Das heißt, er hat die jetzt angesät. Dann probier mal, ob du jetzt mit der Dampffräse hinterherfahren kannst und die aufschüttest. Oder ob man dann die Saat zerstört. Das wäre mal interessant zu wissen, ja. Dann fahren wir den Bahn runter, damit man sieht. Weil selbst würde ja natürlich komisch, ne? Das würde ja rein theoretisch schon für die ganzen, ja, die etwas schnell und einfach schon wollen, eher so... Das ist gut für Challenge-Projekte, wenn wir irgendwas mit Karotten machen. Das behalten wir für uns. Genau. Löscht die Aufnahme. Jetzt da, wo ich die Karotten angesät habe und Christian drüber fährt, passiert nichts. Fährt er ein Stück weiter nach rechts, sieht er wieder die Bahn. Also die Dämme. Also quasi an einem angesäten passiert gar nichts. Ja. Okay. Ah, ist gut zu wissen. Wie wachsen denn auch Karotten irgendwie? Ja, es ist dort laut, hier siehst du Overlay, siehst du, es sind Karotten gesät. Ob ja, Dämme oder nicht. Auch wenn du drauf gehst, steht da Karotten im Wachstum. Aber wer weiß, vielleicht kriegt man durch die Fuhren höheren Ertrag raus. Wenn wir hier Ertragsbonus 78. Und hier ist Ertrags. Ja, okay, hier ist aber schon zweimal gedüngt und hier nur einmal. Ja, okay. Warte, könnte die Fuhre vielleicht eine Düngerstufe sein? Weil, warum ist denn hier nur einmal gedüngt? Ne, hier ist aber auch zweimal. Und hier, nee, hier hast du auch Fuchen, hier ist nur eine Düngung. Ja. Nee, das ist also es scheint auch anscheinend ohne Dämme zu gehen, aber wie gesagt, wäre langweilig. Ich meine, ja. Also, ihr könnt es ohne Dämme machen. Ich würde mal ganz gerne sehen, ob da einen Wachstumsunterschied gibt, ob das das irgendwelche Vorteile oder Nachteile hat. Aber das könnt ihr mal ausprobieren und uns in die Kommentare schreiben, meine lieben Freunde. Genau. So.
dann haben wir quasi letztendlich die, also das Ansehen, also alles, was mit Thema Ansaat zu tun hat, haben wir jetzt quasi abgearbeitet aus dem DLC. Genau. Und der nächste Step, würde ich wahrscheinlich sagen, im nächsten Video Ja. ist dann die große Ernte. Genau. Ich meine, wenn du so Zeit hast, wir könnten auch diese ja, Nebengeschichte noch erklären, was es noch gibt in dem DLC. Es gibt ja noch so Zubehör, also eine Palettengabel, die man an Traktor machen Ach kann, so, eine ja, Palettenlift, das können die wir dann am machen. Hof. Das können wir kurz eben einmal noch so hier Da muss zeigen. man zum Hof springen für Easy. Ja. Das zeigen wir euch noch. Wir sind ja auch gerade erstmal bei 10 Minuten. So, wir sind hier am Hof. So, hier, wenn du den kleinen grünen Traktor nimmst, diesen ist auch Genau. im DLC mit drin. Da haben wir hinten diese quasi diese kleine ja, 3-Punkt Palettengabel. Das macht nachher Sinn, wenn ihr euch die nächste Folge natürlich anguckt, wenn es um das Ernten geht. Die Erntemaschinen, es gibt viele, die auf Paletten, auf Boxen rauswerfen. Die Boxen habe ich mal hinten für Easy, wenn man gucken möchte. Ich bin vorbereitet. Ne, das sind die Holzboxen, die kann man im Shop auch kaufen. Genau. Und da kommen dann quasi die Karotten, rote Beete, passen, dann kommen da rein und können dann verkauft oder verarbeitet werden. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn die, Das sind die Gemüsepaletten, ne? genau, das Ja. heißt, wenn dann zum Beispiel auf dem Feld dann nachher die Lesemaschine oder die Erntemaschine die volle Box quasi abstellt, dann könnt ihr quasi, müsst ihr nicht mit dem Frontlader, oder mit dem ja, Frontlader rumfahren oder sonstiges, sondern könnt quasi diese kleinen Palettengabeln hier nehmen und die euch vom Feld holen, am Feldrand deponieren. Und dann vielleicht mit, dann direkt mit Telelader oder so, dann die kurzen Wege fahren. Es gibt natürlich auch für das Lieblingsspielzeug auch von TF2 jetzt, das neueste, ne, das hier. Genau. Das kannst du ja in Deutsch mal nehmen und demonstrieren. Ja, können wir machen. Das ist quasi auch so ein 3-Punkt-Lift. Bedeutet, ihr braucht keinen Gabelstapler, keinen Frontlader oder sonstiges, sondern könnt mit jedem Traktor, der einfach eine 3-Punkt-Aufnahme hat, egal ob vorne oder hinten, könnt ihr das Ganze anhängen. Und quasi, wenn ihr das dann auftappt, seht ihr, was damit gemeint ist. Ja. Wichtig ist nur, ihr müsst hinten das, diese 3-Punkt vorne und hinten runter machen, sonst kommt es nämlich auf die Paletten. Ne? So wird es ja nicht gehen. Genau, müsst ihr so absenken, wie viel ihr gerade macht. Und dann kommt ihr eigentlich recht gut in die Paletten Ja. rein, könnt sie quasi aufnehmen und recht weit hochziehen. Also ihr könnt damit sogar auch Tieflader quasi beladen. Ohne dass ihr jetzt noch einen separaten Gabelstapler braucht, einen Frontlader oder sonst was. Seht ihr, die Höhe ist schon nicht ohne. Das ist vielleicht so stapelbar, dass man ein oder zwei übereinander setzen kann, wenn man halt geübt ist. Genau. Ah, das ist auch cool. Wenn ihr zusammenklappt, klappt die so zusammen, wo sie gerade steht. Ja, damit ihr die, von den Anhängern da rauskriegt und so. Ist mal was anderes als Gabelstapler, ne? Ist mal was Neues, wenn man Ich aber meine, du kannst am Abwechslung haben Traktor, will. bist du ja schneller damit. Du hast eher im Feld, du kannst hier vorne am Hänger am Traktor dran machen, hinten den Anhänger zum Abtransport und bist halt kompatibel und bist halt schnell. Ja. Als wenn du jetzt, du kannst im Gabelstapler nicht mehr das Feld fahren. Du musst das machen. Da fährst du keine 10 Meter, dann stehst du. Das ist richtig, ja. Ja. Man spart sich quasi eine größere Maschine in dem Sinne. Ja. Das muss man ja, so quasi, finde ich, das Hauptargument. Ja, das stimmt allerdings. Ja, und diesen kleinen süßen Traktor gibt es auch natürlich hinten mit der Gabel. Da müsst ihr dann auch erstmal den Motor Da gibt starten. natürlich jetzt keine eigene Liftfunktion. Das ist einfach quasi hinten runterlassen, rückwärts ranfahren, hochziehen. Und dann kann man eine einzelne Palette bewegen. Das ist auch keine Ballengabel, also es ist wirklich nur für Paletten gedacht, dass ihr quasi in die Paletten auch vom Feld kriegt. Und wenn ihr gerade so kleinere Maps spielt, wenn ihr eher so Freunde seid, so Feldgröße, wo man eher mit Young und Ich sag Oldtimer mal. spielt, ist keine 30 Hektar Felder, sondern eher so die ganz kleinen. Ja, Dafür ist es natürlich ideal, habt natürlich einen geilen Spielspaß, ne? also Wenn einer erntet und diese Kisten abwirft und damit quasi mit den Kleinen dann zum Hof bringt, das hat ist natürlich so ein bisschen was. das ist ein cooles Ding für die Hof Bergmann zum Beispiel. Da arbeitet man viel mit Paletten und so, da ist das top für. Also Ja, genau, gerade mal ein paar Paletten durch die Gegend zu schieben, von ja, links nach rechts, ist natürlich ideal. Weil ihr auch genau. halt eine gewisse Geschwindigkeit erreicht. Das könnt ihr jetzt auch an einem großen Traktor hängen. Das muss ja nicht an dem Kleinen, ich habe das nur da dran gehängt, damit der Kleine auch mal zur Geltung kommt. Ja, den könnt ihr natürlich nutzen für Ställe oder halt auch für, wenn ihr jetzt wie Wein, Oliven oder so macht. Hat natürlich die passende Breite. Genau. So, aber meine lieben Freunde, damit haben wir euch noch mal zwei Sämaschinen vorgestellt. Hinten die anderen Sämaschine mit der Dämme für die Pastinaken, Karotten und rote Beete. Und hier nochmal die kleinen Fahrzeuge und Palettentransportgeräte, nenne ich es jetzt einfach mal.
Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Dort gehen wir dann an die Ernte ran und stellen euch alle Erntemöglichkeiten vor. Und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.